Was ist Circular Economy für Sie? Circular Economy heißt ja eigentlich, gesunde Materialien ins Kreislauf zu bringen, damit wir sicherstellen können, dass die Produkte nach der Nutzungsphase entweder im biologischen oder im technischen Kreislauf wiederverwertet werden können. Als DGMB fokussieren wir uns jetzt etwas verstärkter auf das Thema. Ist es richtig und wichtig? Und wenn ja, warum? Es ist sehr wichtig, dass DGMB sich auch um das Thema kümmert, weil als Materialienhersteller, da können wir eigentlich nur sichern, dass wir gesunde Materialien herstellen, dass wir Materialien ohne Schadstoffe herstellen und dass wir auch die Materialien nachhaltig und mit sozialer Verantwortung herstellen. Aber Circular Economy können wir als Materialhersteller nicht alleine realisieren. Da brauchen wir einfach, wir müssen unsere Gebäude als Materialbanken betrachten, damit wir auch nach der Nutzungsphase unsere Produkte wieder rausholen können. Wir müssen erstmal wissen, was drin ist, wo sind die Produkte platziert, wie kriegen wir die Produkte wieder heraus und wozu können wir die nachher verwenden. Jetzt sind Sie ja absoluter Profi, was dieses Thema angeht, aber irgendwie in der Öffentlichkeit kommt dieses Thema überhaupt nicht so richtig an oder ist es unglaublich schwer, diesen Gedanken in der Öffentlichkeit zu verankern? Was glauben Sie, woran liegt das und was braucht es vielleicht? Ein Problem ist, dass man nur auf die kurzfristige Kosten schaut, dass man nur auf die Planungsphase, nur auf die Bauphase eigentlich fokussiert und nicht auf die Nutzungsphase des Gebäudes. Wenn man da die Kosten durchrechnen würde, wird das ganz anders aussehen. Aber das ist eine Gedankenweise, die ist sehr, sehr schwierig durchzukriegen. Aber was könnten Sie, also was müsste man denn jetzt machen? Würde ein Gesetz helfen oder es ist immer so schwierig? Ja, das ist schwierig. Ich denke, vor allen Dingen in unserem Geschäft müssten wir erstmal, wir müssten neue Zusammenarbeiten herstellen. Wir können alleine als Materialhersteller das nicht verwirklichen, die Planer auch nicht. Und vor allen Dingen ist die Entsorgungsindustrie Schlüsselfaktor in diesem Sinne. Also wir müssen wirklich ganz, ganz neue Zusammenarbeiten sehen, um dieses zu realisieren. Wo findet denn als Unternehmen Trolltech, Sie stellen jetzt, haben jetzt hier bei uns, sind Sie am Stand mit ganz tollen Akustikplatten oder mit Platten vertreten, die wir jetzt als Akustikpaneele nutzen. Wie setzen Sie das denn bei sich im Unternehmen um das Thema Circular Economy? Also unsere Platten sind ja aus Holz und Zement hergestellt. Das ist dänischer Zement und dänischer Fichte, FSC zertifiziert. Wir sind somit im biologischen Kreislauf, weil unsere Produkte lassen sich nach der Nutzungsphase kompostieren. Wir arbeiten auch mit dem technischen Kreislauf und zwar deswegen, weil ja, wir ja auch Lösungen suchen, die wir auch für ausgediente Produkte ausbreiten können. Das heißt, wir haben jetzt auch mit Produkten zu tun, die vielleicht 40 Jahre lang eingebaut waren und daher müssen wir auch, wir müssen vorwärts schauen, aber wir müssen auch zurückschauen und mal sehen, was können wir mit den existierenden Produkten jetzt anfangen. Und da suchen wir eine Lösung, wo wir durch den thermischen Prozess bei der Zementherstellung die Produkte als neuer Zement verwenden können. Der Holzteil ersetzt andere Energiequellen und der Zement wird ganz einfach neuer Zement. Und da machen wir im Moment, Versuchsprojekte durchgeführt und das wird jetzt auch in 2019 weiterhin realisiert.